So, moin moin und willkommen zurück, selbe Stelle, neue Welle, Trivolus, Let's Play, SMP, RET, ganz viele Mods. Und ich habe ganz lange dafür gebraucht, um diesen Satz fehlerfrei sprechen zu können. Heute mal mit so einem kleinen Special, denn ich habe ja im Vorfeld gesagt, bei mir wird es ab und zu mal ein Special geben. Und man sieht schon anhand der Umgebung, ich bin nicht zu Hause. Und man sieht auch oben anhand der Minimap oben rechts, ich bin zu Gast bei einem Spieler. Beim Paladin 25. Hallo zusammen. So, ich habe mir gedacht, ich werde mir ab und zu mal einen aus der Community greifen und werde mal ein bisschen so mit dem durch seine Behausung und drumrum gehen und werde mir einfach mal ein bisschen was erzählen und erklären lassen, was die Leute so machen und was die Leute hier so gebaut haben. Und ich war beim Pala, so irgendwie, glaube ich, nach einer Woche des Serverstartes und mir hat seine Biberbutze hier, die hat mir ganz gut gefallen und ich habe gesagt, Pala, du bist der Erste. Ob er will oder nicht. Und wir erinnern uns, Paladin ist derjenige, der mir hier den alten Knüppel, wo ich ihn denn auch immer gerade habe, der mir den mal hat zukommen lassen. Also wer das bei Baker gesehen hat vor einiger Zeit, ne, hier den Baseball-Bat, den habe ich von ihm. Er ist der Schuldige. Ja, Pala, dann führ uns doch mal ein bisschen rum und erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Butze hier. Was hast du mit was hast du angefangen? Wo hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Ja, das war hier vorne der Bereich. Ja. Das ist halt jetzt meine Küche. Bis der Miner weg ist, der holt noch die Erze aus dem Boden. Sehr vernünftig. Immer alles schön leer machen. Ja, wäre schade, wenn sie verkommen. Richtig. Ja, hier noch Verzauberung schön. Auch der Charger immer praktisch. Charger? Aha. Kann man sich halt genau die raussuchen, Verzauberung, die man möchte. Die Bücher da oben sind dazu da. Aha. Muss ich mir gleich mal gucken hier. Book and Quill, ganz normal. Ja, cool. Das Ding brauche ich dann auch nochmal. Mit Ender-IO. Meine schöne Ausgeh-Uniform. Die Ausgeh-Uniform, ja, cool. Muss man da gleich mal reingucken. Was haben wir denn hier? Ein Blaze-Helm, Blaze-Chestplate, Blaze-Leggings und Blaze-Boots. Da drücken wir nochmal auf der gute R. Blaze-Ingots aus Ganny's Nether. Oha, da geht schon wieder los. Blaze-Mesh. Das ist doch bestimmt schon wieder irgendeine Gemeinheit. Sind nur drei Blaze-Rods. Ach, drei Blaze Rods untereinander. Ah, sehe ich gerade. Naja, das hält sich denn ja noch in Grenzen. Das hält sich ja noch in Grenzen. Ja, gleich auch noch mit dem Blaze Head oben drauf. Vernünftig. Sehr gut. Sehr schön. Und ich muss sagen, beim ersten Mal war ich total... Also das Ding fand ich total geil hier. Excalibur-like, ne? Also Bibliocraft bietet da ja immer wieder was. Ja, man braucht ja ein Ersatzschwert, falls man mal stirbt und ein Zombie im Weg ist. Genau. Und rausholen tut man das einfach mit der rechten Maustaste. Und auch wieder reinstecken. Cool. Na, jetzt. Gut, Tür ist wieder zu. Also das ist auf jeden Fall ein klasse Ding. Es hat mir wunderbar zugesagt. Also das ist genau mein Ding. Ja, gehen wir mal weiter. Was hast du noch im Angebot? Ja, das wäre jetzt hier hinten so meine kleine Aufladestation für Jetpacks. Für Jetpacks. Ja, bei dir kann ja auch eigentlich jeder mal kommen, ne? Und so, alle natürlich mit nicht ohne vorher zu fragen, ne? Aber, ja, aber ich habe immer ein bisschen auf Lager. Druck geht auch jetzt als C2-Strom. Und ja, ich habe ja zwei Tanks davon, immer meistens voll, von daher habe ich dann weniger Sorgen, dass das mal ausgeht. Ja, das sieht man, das sieht man. Aber du bist auch so ein bisschen so der Mechanism-Typ, ne? Ja, am Anfang ja, also zumindest was Jackpot und Industrie angeht, weil es halt leichter zu craften war für den Anfang. Ja. Ja, betrieben wird es von zwei Solarpanels Advanced draußen, beziehungsweise zurzeit noch zusätzlich durch den Biogenerator. Ja, der Biogenerator, das wird man bei mir ja demnächst auch noch sehen. Was haut denn der jetzt eigentlich raus? Ach ja, die hauen jetzt ja alle maximal 160 RF per Tick raus. Aber ich denke mal, den Biogenerator, da das Ding da hinten, das alte Scheißteil, das werden wir bei mir auch nochmal die nächste Zeit sehen. Na, da werde ich mir auch mal ein bisschen Biostrom erzeugen. Ich denke ja auch ein bisschen an die Umwelt. Ein bisschen. Hier habe ich noch eine Rolling-Maschine für die Tanks, die ich habe im Keller. Da kommen wir dann ja später noch zu. Ja, da kommen wir später zu. Ich kann mich daran erinnern, neulich hattest du die noch draußen stehen. Ja, die habe ich dann weggerupft, weil es ja doch komisch aussah. Wenn man so aus dem Fenster guckt und nur einen Tank vom Bild hat. Ja, vor allem, es waren nicht gerade wenig Tanks. Es waren nicht gerade wenig Tanks. Das habe ich so in Erinnerung. Und auch nicht kleine, ne? Nee, klein waren sie nicht. Oh, hier so eine Glock. Die habe ich mir von Bibliocraft noch nie angeguckt. Ich hatte so aus Spaß gebaut. Die sah toll aus. Also hatte ich mir jetzt so eine kleine Ecke dazu gebaut, weil sie dazu schön passt. Ja, auf jeden Fall. Hier sitzt der Pala dann abends und schreibt seine Geschichten nieder. Na, schreibt er sie nieder? Achso, kann man nicht mit interagieren. Na gut. Ah, okay. Doch, könnte man interagieren. Muss man aber komischerweise so komisch draufklicken, damit man sieht, welches Buch drin ist. Beziehungsweise ich versuche immer noch, den Kartenkontakt zu verstehen mit den vielen Verbesserungen.
Mhm. Und ganz wichtig, was zu naschen. Ja, das ist immer wichtig. Das ist immer wichtig. Apropos, möchtest du ein Eis? Ich habe ein Karamelleis. Hier, komm, hau den Karamelleis rein. Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Hab leider noch keinen Hunger, aber das hebe ich mir für später auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier hast du dann auch gleich dein Schlafzimmer eingebaut, sehe ich gerade. Oder eingerichtet. Ja, das mit den Vorhängen hat leider nicht funktioniert, weil wenn ich es ganz zumache, spawnen Monster in dem Bereich leider. Ja, das ist bei den Black Curtains auch so gewollt. Sollte es zumindest so sein. Ja, halt mein Bett plus Gästebett hier hinten, was Tevolu 1 vergessen hat. Wollte ich gerade sagen, das hat auch mal hier so ein Dussel vergessen, ne? Ich erinnere mich dran. Ich war dabei, ja genau. Das erste Mal zu Gast, gleich ein Gastgeschenk hier gelassen. Mein eigenes Bett, das war dann so, ich komme wieder. Ja, und hier habe ich so einen kleinen Wintergarten. Ja, Mensch, das ist so schick eingerichtet bei dir. Wenn ich dagegen meine Runkelhütte da in der Let's Play-Welt mir angucke, dann habe ich noch viel zu tun, ganz viel. Also ich glaube, ich sollte mir ein paar Mods und ein paar Ideen, die sollte ich mir auch für Vanilla überlegen, gerade so ein Wintergarten. Ja, von das Schöne auch an den Lampen ist ja, man kann so ein Glas machen. Ja, richtig. Stimmt, normalerweise geht ja nichts an Glas. Ah ja, das ist cool, Bibliocraft. Hm? Ich glaube, ich werde mir diese Folge ganz oft angucken, wenn ich denn so, ach, was hast du da nochmal gesehen? Naja, YouTube vergisst nicht oder das Internet vergisst ja nicht, ne? Und hier geht's jetzt noch raus zum Balkon. Auf den alten Balkon, jawohl. Boah, schön hat er sich das hier gemacht, schön. Wer wohnt da drüben? Ich glaube hier Zocker, ne? Crazy Zocker 50, der hat sich aber jetzt irgendwie nach da oben verpisst zu der Insel. Welche? Wow, okay. ach, mit Angel Blocks sehe ich gerade. Ja. Na sowas. So, wen haben wir hier nebenan? Achso, das ist irgendwie, was habe ich gesehen, irgendwas mit... Ein Trading Post für Villager, die kann man da spawnen und dann gucken, was im Angebot haben. Ah ja, genau, das habe ich eben gerade gesehen. Da habe ich gedacht, ich habe dich gesehen, aber... warst du dann doch nicht. Ja, denn, was haben wir denn noch? Ja, jetzt geht's in den Industriebereich. In den Industriebereich, sauber. Industrie ist doch das, was wir hier in so einem Modpack auch sehen wollen. So, dann folge ich dir mal auf Schusters Rappen mit flinkem Schritte. so schnell wie es geht. Du hast dich aber ganz schön ausgeweitet. Dünne Wetter. Ja. Ich gehe vor, du kommst den gleichen Augenblick später nach, weil sonst tut's weh. Weil sonst was? Weil sonst weh tut. Okay. Das klingt nach Security Station. So, jetzt kannst du reinkommen. Okay. Nee, weil sonst zerschlagen dich die Blöcke mit Pech. Ach so. Ah, cool, cool. Das ist eine geile Nummer. Mit was hast du das gebaut? Hier mit den Colored Glowstone? Dort? Erzähl mal, das hier vorne sind halt Emulatoren, dass man nicht sofort das sieht und dass da unter sind diese Drawbridges. Ah, Drawbridges heißen die, genau. Die habe ich eben. Das Wort fiel mir gerade nicht ein. Ja, geile Nummer, geile Idee. Neulich Abend hieß es ja im Teamspeak, ne? Deinen Eingang findet keiner. Im ersten Moment sieht man ihn auch nicht. Richtig. Ich fand es halt ein bisschen schöner, das jetzt ein bisschen im Berg zu verstecken und nicht so imposant zu bauen. Richtig, das ist auf jeden Fall... Na, das ist ja auch das, was ich immer gerne mache. Schön in den Berg rein, schön verstecken und so. Ja, das man hat ja auch Platz, um die ganzen Kabel noch hinter den Wänden zu verstecken. Muss ich nicht mal was überlegen. Aber ich nehme mal an, dass hier der kleine Raum hier ist nicht alles, oder? Nein, hier geht's dann weiter. Ah, alles voller Emulatoren. Cool. Ja, das hat aber jemand anders eingebaut, um mich zu trollen. Die Emulatoren waren ursprünglich nicht hier. Ich komme online und denke, jemand hat mich zugebaut. Ja, schön. Ja, wenn wir jetzt hier gerade ausgehen würden, hinter dir genau. Ja. Da wäre der Minecrafting-Bereich. Okay. Uha. Ah, hier haben wir dann auch schon Applied Energistic Teil 2. Teil 2. Ja, sehr klein gehalten, was rein zum Craften geeignet ist. Da werden wir in meinem Let's Play noch ganz, ganz viel, viel Spaß mit haben. Weil das kann ich nämlich noch gar nicht. Wieso kann ich das eigentlich nicht benutzen? Weil es gelockt ist. Ah, das ist... Ach, das kann man locken? Okay. Ja, mit der neuen Version kann man ein Schloss reinmachen, das nur noch autorisierte Personen ran dürfen. Ah, das ist cool. Ja, ich meine, stop griefing, ne? Mehr sagt keiner zu. Ja, gerade im Online. Man kann es zwar jetzt noch abbauen, aber man kommt nicht an die Festplatten oder sowas. Soweit ich weiß, auf die Items kann man nicht zugreifen. Okay. Cool, cool. Hier hast du EXP-Tank oder was? Genau. Sieht doch schon wieder so aus wie ein EP. Komm, ich spende dir mal was. Nee, ich bin noch nicht ganz leer. Jetzt bin ich leer. Ich sterbe sowieso wieder. Ich verdurste, ich verhungere irgendwas. Passiert auch demnächst wieder.
Oh, da will schon wieder einer schlafen. Mal. Zack. Kriege ich den wieder? Bitte? Bitte sehr. Danke sehr. Na, da hat er ihn gleich wieder genommen. Jetzt habe ich ihn. Ah, die Türen? Ach, Carpenters Block. Okay, oh, oder Carpenter. Schon wieder Tag. Ja, ja, ich habe mich kurz hingelegt. So. Ja, die sieht man halt nicht sofort im ersten Augenblick. Mhm. Hier ist einfach nur ein Tiefer. Ein Tiefer. Eine schöne Einräumkiste für Items, die ins Lager müssen. Gleich an der Tür. Ja, so wie es sein muss, ne? Jo. Und dann mit ME von irgendwo angesteuert oder mit. Ender-IO-Kabel. Ender-IO. Okay. Weil ich sehe hier nur Stonebricks per Weiler. Ja, die Kiste ist da unter, genau. Da müsste man genau hier ziehen, dann sieht man, dass es ein Konduitfassade ist. Neben dem Fahrstuhl. Der ja, Stein. So, ja, alles klar. Da haben wir es. Konduitfassade. Ja, wunderbar. Boah. Hier ist der Mechanismenbereich. Ey. Aber alle benutzen nur diese Hopper aus Minecraft. Das wundert mich. Ja, viel schönere Hopper mittlerweile. Ja, aber für die Zwecke reicht dann doch. Ja, natürlich, natürlich. Aber da wird man bei mir in nächster Zeit noch ganz viel sehen. Oh, ja, außer... halt die Elite Factories für die Verfünffachung schon. Ah ja, in Planung oder hast du schon... Theoretisch betriebsbereit, nur es fehlt meistens an dem... Moment, wie heißt es? Hydrodrinkchlorodid. Ah ja. Ja, durch den Tower draußen sind die noch ein bisschen schwer herzustellen. Mhm. Boah, das kann man auch... Das jo. Ist ja aber... Man kann hier auch sehr schön noch die ganze Verfünffachung hier in der Wand sehen. Hinter dir? Ah ja. Uha. So, hier sieht dieses kleine Chaos so aus. Also man merkt, der gute Paladin, der hat sich auf jeden Fall ganz viel Mühe gegeben. Boy. Alter Falter, ey. Also die Verfünffachung hatte ich ja auch noch nie aufgestellt. Nur mal so im Singleplayer testweise in der letzten Staffel. Da habe ich schon gedacht, alter Schwede, da kommt aber noch was auf dich zu. Dazu gesagt, ist das erste Mal, dass ich sie aufgebaut habe. Darum sieht sie ein bisschen chaotisch mit dem Kabelsalat aus. Die wird auch nicht besser. Hoppala, da habe ich doch glatt weg. Was ist da drin? Steht gar nicht drauf. Okay. Das wird aber auch nicht besser. Also nicht viel besser. Glaub es mir. Ich habe es versucht. Ja, weil das Schöne ist, ich habe jetzt auch irgendwie jetzt 6 Waschanlagen zwischengeschaltet, damit es relativ schnell gewaschen wird, weil mit einer dauert das Ewigkeiten. Ja, richtig, richtig. Da brauchst du dann ewig lange Vorlauf, wenn du ein einziges Erz durchwaschen willst. Ja, darum habe ich jetzt halt 6 Stück, damit geht das denn relativ gut. Okay, 6 Stück, ne? Tribolo, merkt ihr? 6 Stück. Ja, alles klar, habe ich mir gemerkt. Gut, wunderbar. So, den Transceiver, den kennt man ja auch noch aus den alten Staffeln meinerseits. Finde ich persönlich besser als alle anderen Energie-WLAN-Dinger, Übertragungsteile. Das ist immer noch das Beste, was es gibt. Ja, und der ist auch schön leicht zu programmieren. Eben. Der ist auf jeden Fall einfacher als diese Tesseracts und sowas alles. Ja. Finde ich auf jeden Fall. Heftig, ey. Hier? Injector Chamber. Alter Falter. Und man muss dazu sagen... Ja, linke Seite ist halt die Vervierfachung und alles, was auf der rechten Seite ist, gehört zur Verfünffachung. Okay. Und man muss dazu sagen, der Paladin ist kein OP und der Paladin hat sich alles selber besorgt und selber gecraftet. Ein bisschen Hilfe war dabei, glaube ich, ne? Ja. Also ich habe auch mit verschiedenen Leuten noch zusammengearbeitet, dadurch ist das relativ gut zustande gekommen. Jo. Ja, das muss hier und das klappt hier auch immer so schön auf dem Server, dieses Zusammenarbeiten. Auf der Gegenseite haben wir Ender EO und Terminal Expansion. Redstone Furnace, Basic. Ja, das Einzige, was resonant ist, ist der Induktionsschmelzer. Oha. Der ist schön schnell. Glaube ich. Boah, wollen wir mal gucken. Warte mal, ein Cobblestone müsste ja reichen, ne? Nee, ich hol mal ganz kurz was. Okay. Na, da sind wir mal gespannt, was er holt. Was haben wir hier noch? Ein Alloy-Smelter. Red? Kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie gebaut. Der Wert ist neu, das ist für einen Combustion Engine aus Ender IO. Die wollte ich mal ausprobieren. Dafür brauche ich halt Feuerwasser oder sowas. Okay. Ah, Feuerwasser, das wird da wahrscheinlich nochmal irgendwie eine tragende Rolle bekommen, aber das weiß ich noch nicht, inwiefern das umgesetzt wird.